wunderschönen guten Morgen hier aus unserem Büsschen. Ja, wir sind auf dem Weg nach Saalbach in Österreich. 4 Tage, 3 Nächte und haben auch schon einige Kilometer hinter uns. Aldi heißt mittlerweile Hofer und das Navi sagt jetzt noch knapp 47 Kilometer, eine Dreiviertelstunde sind wir da. Wir haben uns einen ganz kleinen schnuckeligen Campingplatz ausgesucht und lass uns mal überraschen, weil das Internet verspricht immer viel, aber wie es dann nachher aussieht, sehen wir dann. Warum Saalbach und mit was wir unterwegs sind, das erzähle ich euch, wenn wir da sind. So, du hast den Plan, Chef. Ja. Sehr gut. Müssen wir hier runter jetzt, ne? Ja. Okay. Offroad. Aber kann ich ja jetzt. Scheiße. Ist das echt richtig? Müssen wir echt hier runter? Ja. Ich war ganz hinten in der Ecke. Ja, stimmt. Na ja, gut. Nee, wir müssen mit der Seite nach vorne, Schatz. Ach so, scheiße. Vorne. Ja. Kannst du mit der Zielkarte? Ja. Perfekt. Läuft so. Der Ausblick ist der Wahnsinn. Ich wollte euch ja erzählen, warum Saalbach. Einer der Gründe ist die Großglockner Hochalpenstraße, die wir gerade hier fahren und die Aussicht genießen. Die Aussicht ist jetzt schon der Wahnsinn. Wir haben noch einige Höhenmeter vor uns und ja, nehmen wir euch mit. Viel Spaß dabei. Wir sind jetzt hier auf der Großglockner Station angekommen, haben jetzt knappe 40 Kilometer Hochalpinstraße hinter uns
Und kleiner Tipp, falls ihr mal hier seid oder es vorhabt, es lohnt sich. Also wenn ihr hier seid, wisst ihr ja eh schon, dass es sich gelohnt hat. Aber man hat halt alle paar Meter die Möglichkeit, eine Haltebucht anzuhalten und ein paar Panoramafotos zu machen oder halt mit Aussicht einen kleinen Snack zu sich zu nehmen. Und ja, jetzt sind wir hier, wie gesagt, auf der Alpinstation angekommen. Die haben hier eiskalten Parkhaus hingezimmert, ein paar tausend Höhenmetern. Und so hatten wir mit unserem Fahrbahn zu Hause hier die Möglichkeit, mit bester Aussicht einen wundervollen Parkplatz zu finden. So, wir gehen jetzt erst was zu essen holen und dann geht's wieder ab nach Hause auf den Campingplatz. Ja, Jessie ist gerade noch unterwegs und macht sich fertig für den Tag und ich wollte die Gelegenheit nutzen, euch eine kleine Roomtour geben, hier von unserem Transit Nugget. Fangen wir hinten an, das ist ganz interessant, mit dem Fahrradträger. Den habt ihr ja vielleicht schon gesehen hier bei der einen oder anderen Szene. Ihr habt gesehen, der Fahrradträger lässt sich komplett zur Seite wegschwenken. Das gibt uns die Möglichkeit, den Transit von hinten zu begehen, sprich die Heckklappe komplett zu öffnen und so in die Küche zu kommen. Also man kommt natürlich auch von innen in die Küche, aber wenn man halt so wie wir hier sehr viel bei Schönwetter unterwegs ist, lässt sich das auch gut von der Heckklappe aus machen. So, da sind wir auch schon. Also, Küche heißt, wir haben hier eine Kühlmöglichkeit als auch eine Kochstelle. Mit Gas, eine Spüle mit Kalt- und Warmwasser, ist ganz geil. Also wir haben einen Frischwassertank und einen Abwassertank an Bord. Jetzt nagel ich mich nicht drauf fest, wie viele Liter es sind, aber es reicht auf jeden Fall für ein langes Wochenende. Hier hinten einiges an Schränken, wie man sehen kann. Der große Schrank lässt sich auch von hinten, also von außen her, bedienen. Ja, Besteckfach, hier noch ein großes Fach hier drunter, wo auch die Campingstühle verstaut sind. Der Klapptisch, den ihr eben draußen gesehen habt, der befindet sich in der Heckklappe, da ist eine Haltevorrichtung. Und hier vorne hat man noch die Möglichkeit, entweder während der Fahrt zu sitzen, man kann sich auch anschnallen, oder halt bei Schlechtwetter, dann lassen sich auch hier die beiden Sitze drehen. Ich habe jetzt den Beifahrersitz als Beispiel einfach mal gedreht, das geht auch mit dem Fahrersitz. Und dann hat man hier die Möglichkeit, an dem Klapptisch, der sich ausfahren lässt, mit vier Personen zu sitzen. So, das ist ja ein Transit Nugget mit Aufstelldach. Das heißt, man hat hier oben die Möglichkeit noch zu schlafen. Ich zeige euch mal eben, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wie das aussehen würde. Zack. Ja, so hat man jetzt hier oben ein Bett. Wir haben jetzt auch die letzten drei Nächte hier zu zweit übernachtet, ist sogar relativ bequem und durch diese Seitenfenster hier mit Fliegengitter auf beiden Seiten und dem großen Fenster hier hinter mir hat man auch ordentlich Durchzug. Gut, man muss jetzt sagen, jetzt wo die Sonne hier drauf steht auf dem Wagen, wird es jetzt auch hier drin mollig warm, aber wir sind ja nicht hier, um drinnen zu bleiben, sondern um rauszugehen. Ich fahre das mal eben wieder hoch. Also geht alles relativ einfach und schnell, auch alleine. Und genau, um hochzukommen, hat man hier die Möglichkeit, eine Leiter einzuhängen. Die Leiter befindet sich hier in der Innentür. Ist ganz cool, also alles sicher verstaut, ist nur eingeklipst, kann man rausholen. Und dann geht's weiter. So. Ja, ansonsten ist das hier ein Transit Nugget, wie gesagt, basiert halt auf dem normalen Transit, hat einen 2 Liter Diesel, 170 PS und Automatikgetriebe, ist ausgestattet mit, also dieses Modell hier ist ausgestattet mit Navigation und ein paar anderen Sachen wie Spurhalteassistent und Xenonscheinwerfer. Von außen habt ihr gesehen, wir haben eine Markise an Bord, ist wirklich praktisch bei dem Wetter. Und ja, ansonsten ist auch so ein paar Features, jeder hat noch so ein Lichtsystem. Und ja, wirklich schönes Auto, lässt sich toll fahren, ist nur zu empfehlen. Und ja, also für ein verlängertes Wochenende oder mal eine Woche, auf jeden Fall eine super Entscheidung. Ich hoffe, ihr konntet dir einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie die Karre so aussieht. Und ja, ich kann euch nur sagen, es macht einen Heidenspaß, damit zu fahren. Ich glaube, du filmst an mir vorbei. Nee. Ja, scheiße.
So, der Stuhl ist scheiße, ne? Es ist Samstag, bei bestem Wetter machen wir uns jetzt auf den Weg in den Bikepark Saalbach-Hinterglemm. Ist halt auch einer der Gründe für mich, hier hingefahren zu sein, um halt auch eine Runde biken zu gehen. Jessie nutzt die Gelegenheit und geht wandern und hat da ein bisschen Ruhe vor mir. Und ja, wir haben 26 Grad, pralle Sonne, beste Voraussetzungen, um ja, eine schöne Biketour zu machen. Ich nehme euch mit, ich packe euch hier vorne auf meine Brust mit der GoPro und ja, wünsche euch viel Spaß bei den Szenen. Ja, markieren, Leute. Ja. Bitte. Rückwärts? Ja. Jetzt alles aus, keinen Stress, gell? Nö. Hinterrad hochheben auf die Bank, nein, nicht da. Auf der, genau, ja. Du hast das Fahrrad nach vorne. Perfekt. Und auslassen. Super, danke schön. Schon passiert. Danke. So, ich sitze jetzt im Lift. Das heißt, es ist eine Viertelstunde lang die Aussicht genießen. Und aufs Biken freuen. Jessie wird sich wahrscheinlich ein bisschen, ne, an die Alm setzen. Ne? Vielleicht ein bisschen rumlaufen. Genau. So, ihr seid wie gesagt mit am Start. GoPro klemmt schon an mir. Das wird lustig. Geht's auch kurz zum Bike Wash. Die Gelegenheit nutzen, dass man das hier gratis machen kann. Ja, ich warte noch auf Jessie, die kommt jetzt mit dem letzten Lift runter. Ja, schöner Tag hier am Hackelberg Trail. Tolle Sache, nur zu empfehlen.
Ja, wie alle guten Reisen hat auch diese so langsam ein Ende. Wir haben uns wieder auf den Rückweg gemacht nach Köln. Ui. der Porsche-Fahrer hat fast das Fahrrad von der Landstraße gehauen. Mhm. Ja, ist Überholwahnsinn hier. Okay, also wir sind auf dem Weg nach Hause, haben jetzt noch 450 Kilometer vor uns. Wir wollten eigentlich noch nach Heidelberg gefahren sein, aber ja, dieser Ferienverkehr gerade, ja, der lässt es einfach nicht zu und wir wären dann halt erst mitten in der Nacht zu Hause gewesen. So ist es dann halt 7:45 heute Abend und wir können auch in Ruhe den Bus leerräumen und sauber machen. Und dann ein schönes Feierabend-Radler, was wir uns mitgenommen haben, genießen. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir noch 5 Stunden Fahrt vor uns und dann sind wir endlich wieder zu Hause. Wir sind zu Hause wieder eingezogen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, der Transitnagel ist leer und die heimischen Schränke sind wieder voll. So, 4 Tage, 3 Nächte, Roadtrip im Campervan. Also ich kann von meiner Seite aus nur sagen, es ist jedem zu empfehlen, selber mal so einen Trip zu wagen. Natürlich, wenn euch das reizt. Und ja, diese Freiheit, die man genießt, man kann anhalten, wo man will. Man kann eigentlich auch fast schlafen, wo man will. Man ist halt unabhängig. Es ist eine ganz andere Art von Urlaub und irgendwie mal auch eine Abwechslung zu diesem ganzen Hotel-, Strandurlaub, was man sonst so kennt. Wenn ihr Fragen zu dem Trip habt, könnt ihr gerne das Video kommentieren. Ich versuche so gut wie möglich zu beantworten. Wenn ihr Fragen zu dem Fahrzeug habt, zu dem Transit Nugget, könnt ihr mich gerne auch anschreiben oder kommentieren. Oder klickt einfach mal auf diesen Link, den ich euch unten in dieses Infofeld hier unter das Video gehauen habe. Und da könnt ihr euch weiter informieren. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt mir gerne ein Like da lassen und am besten den Channel direkt abonnieren, dann seid ihr auch für die nächsten Videos direkt am Start und informiert, sobald was Neues dabei ist. Ja, ich erhole mich jetzt so ein bisschen von den 9 Stunden Fahrt und mache da einen großen Haken an den Tag. Ja, und dann geht's an den Schnitt von dem Video hier. Ciao.